Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute zum Thema Krisenvorsorge, das Thema Gasmasken. Krisenvorsorge, aktuelle Krise, Coronavirus. Ihr müsst euch irgendwie schützen oder ihr müsst irgendwie schauen, dass ihr vorankommt. Da gibt es verschiedene Arten von Gasmasken bzw. Schutzmasken. Damit sollte man nämlich anfangen, weil das hier natürlich eher schon für die Härtefälle ist. Bei den Masken unterteilt man in drei Schutzklassen, FFP1, 2 und 3. Für den Coronavirus solltet ihr mindestens FFP2 haben, besser FFP3. Natürlich, je höher die Klasse, desto mehr Schutz entsprechend. Da solltet ihr aber halt bedenken, es ist eine Halbmaske, die Augen sind frei. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwas anfasst, euch ins Auge reibt, dann ist es auch vorbei. Von daher entweder noch eine zusätzliche Brille aufsetzen oder aber ihr arbeitet hier mit so einem Vollsystem. Darauf wollen wir jetzt auch mal eingehen. Wir haben uns jetzt mal hier eine Maske ausgesucht von der Firma Mira. Das ist die CM6M, ist eigentlich hier für den militärischen oder für Behörden gedacht, diese Maske. Entsprechend, ihr seht es, es ist eine Panoramamaske mit einem großen Sichtfenster, ist für alle ja, ABC, also entweder atomar, biologisch oder chemische Vorkommnisse gedacht. Ihr habt die Möglichkeit, hier rechts und links jeweils einen Filter zu setzen. Den Filter, den ihr hier auf der Seite seht, der ist jetzt ein P3-Filter, entspricht der FFP3-Maske für die normalen Masken. Das wäre jetzt hier quasi ein günstiger Filter zum Wechseln. Zum Thema Wechseln übrigens, diese Halbmasken, die solltet ihr mindestens 3 bis 5 Mal am Tag wechseln, wenn ihr da unterwegs seid, mindestens. Und bei den Filtern genau dasselbe in grün. Nach der Nutzung, also einmalige Nutzung, soll das Ding eigentlich weg. Also wenn ihr rausgeht mit sowas, danach den Filter wegschmeißen. Ja, dieser Filter oder beziehungsweise generell bei Filtern für Schraubventile, für Schraubgewinde, gibt es verschiedene Filterarten, entweder Kombinationsfilter, die für Gase und für Partikel sind, oder halt nur Gasfilter oder nur Partikelfilter. Dieser Filter hier ist jetzt ultra leicht, ja, das ist halt auch wirklich genau für diesen Fall gedacht. Filtert nur Partikel und entsprechend dann auch die Viren, würde jetzt zum Beispiel kein CS-Gas filtern. Ja? Also wenn ihr irgendwo durch eine Straßenschwere durchpreschen müsst, wäre das der falsche Filter, dann müsst ihr auf einen Kombinationsfilter zurückgreifen. Stichwort Gewinde. Ist hier bei Mira der NATO-Standard 40 mm, deswegen auch eine gute Verfügbarkeit der Filter überall. Also kriegt man auch selbst jetzt, wo alles weggekauft ist, kriegt man diese Filter noch relativ günstig ab. 8 bis 9 Euro aktuell. Wirklich sehr zu empfehlen. Ja. Was gibt es zu der Mira-Maske noch zu sagen? Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in der Variante hier mit Trinksystem. Bedeuten, das erzähle ich euch gleich. Und einmal ohne Trinksystem. Hier in der Variante mit Trinksystem habt ihr hier an der Seite einen Schlauch. Der ist auch Camelback-kompatibel. Das heißt, wenn ihr mit einem Adapter arbeitet, könnt ihr da auch einen Camelback-Schlauch anschließen. Ansonsten gibt es bei dem Hersteller, beziehungsweise bei dem Händler, wo ich diese Maske gekauft habe, gibt es auch entsprechend noch eine Feldflasche. Könnt ihr anschließen und dann darüber trinken. Da ist hier ein Ventil. Das wird geöffnet. Dadurch wird euch dann hier im Innenbereich wird euch dann so ein Schnuppel in den Mund gedrückt und dann könnt ihr dann auch entsprechend trinken, ohne die Maske abnehmen zu müssen. Typisch für so eine Vollgesichtsmaske ist hier die 5-Band-Bebänderung, lässt sich hier mit Schnellspannern entsprechend festziehen, ist auch kompatibel mit Helmen, das heißt auch, wenn ihr einen Schutzhelm tragen solltet, müsstet, wolltet, was auch immer, habt ihr hier entsprechend dann eine Kompatibilität gewährleistet. Und von der Abdichtung her muss man natürlich dazu sagen, ich bin Bartträger. Der Hersteller empfiehlt natürlich ein glatt rasiertes Gesicht. Das heißt, im Falle eines Falles, wenn die Maske wirklich dicht sein soll, muss der Bart ab. Jetzt habt ihr gesehen hier, der Filter ist auf der linken Seite montiert. Bei der Maske habe ich auch die Möglichkeit, einen zweiten Filter zu setzen oder auch nur auf der rechten Seite. Das wäre jetzt nochmal fürs Militär spannend oder interessant, nämlich wenn ich mit einer Maske schießen muss. Ja, das heißt, ich habe dann, ihr kennt das bei den typischen alten russischen Masken, ist der Filter vorne, das kann eventuell stören beim Schießen. Hier hat man dann wirklich alles aus dem Schießgestell raus verlegt und auf die linke Seite oder halt auf die rechte Seite, wenn ihr Linkshänder seid. Das ist auch nochmal so ein Vorteil, den ihr bedenken solltet, wenn ihr vorhabt, mit so einer Maske zu schießen. Ja, nochmal ein letztes Wort zu den Filtern. Wie gesagt, gibt es verschiedene Stufen oder verschiedene Klassen. Wir werden euch im Blogbeitrag und auch hier unten
nochmal verlinkt, entsprechend nochmal einen Link schicken oder reinschreiben, wo drin steht, welche Filter für welche Arten von Gefahrenstoffen notwendig sind. Ganz wichtig dazu zu wissen, das ist kein Pressluftatmer. Ja? Das heißt, ihr braucht immer Umgebungsluft. Ja? Mindestens 17% Sauerstoff in der Luft. Ansonsten macht es nämlich und dann fallt ihr einfach um. Ja? Also das ist nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Bitte? So würde die Maske jetzt aussehen, wenn man sie trägt. Und ihr hört es auch schon. Man ist natürlich beeinträchtigt, aber ich habe den Eindruck, oder beziehungsweise man hat eine trotzdem sehr gute Sprachqualität, dadurch, dass hier nochmal ja, eine Funktion gegeben ist, damit man besser verstanden werden kann. Ich weiß nicht, wie man es hört. Stefan, wie hört sich das an über die Kopfhörer? Du kannst jetzt anfangen. Komm, erzähl. Ist nicht so schlecht, oder? Man versteht's. Sag. Mit dem guten Sennheiser-Mikrofon schon. Okay, ja. Erstmal Helm auf. Ja. Du musst die Mütze vorher ausziehen. Ich habe die Mütze ausgezogen. So. Zumachen muss man natürlich dann ein bisschen weiterstellen. Das spare ich mir jetzt mal kurz. Wenn ich umfalle, weißt du warum? Das ist nämlich hier der... Ja. Ganz wichtig, Kopfhörer runter, genau. Also das würde auch ohne Probleme gehen. Ihr bekommt die CM6 Maske von Mira bei gasmask.nl in Holland. Da habe ich sie jedenfalls bestellt. Bestimmt auch noch woanders, aber da, wie gesagt, ist jetzt meine Quelle. Zur Wirkung oder zur Funktion können wir noch nicht viel sagen. Allerdings hat die Maske sehr, sehr gute Bewertungen komplett durch das ganze Internet bekommen. Das könnt ihr euch anschauen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich super bei der Maske und schaden kann es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Gasmasken, Schutzmasken, Schutz generell habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.